Da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe den Dommer dabei. Gut doch. Und wir gucken uns heute an zwei UR-Decks gegeneinander mit UR-Delver gegen Sneak and Show. Interessantes Matchup auf jeden Fall. Yes, eine Menge Counter, eine Menge Volcanic Islands. Eine Menge Cantrips. Ja. Also die Decks sind auch gar nicht so verschieden tatsächlich. Ich finde es sehr lustig. Ich habe schon Leute gesehen gehabt, die im UR-Delver ein komplettes Show-and-Tell-Sideboard gebaut haben. Und dann einfach nur so ein Transform-Sideboard gebaut haben. Ja, dann nimmst du einfach die Iteration als bessere Preordain. Ja, genau. Du gehst dann einfach hin, machst dann schon. Dir fehlen halt die Petals, dir fehlen halt die Ancient Tombs. Ja, du kannst halt keinen Burst-Start machen. Genau, kannst keinen Burst-Start machen. Der Gegner rechnet niemals damit, dass nach dem Board ein UR-Delver ein Show-and-Tell ist. Nee, keiner. Absolut keiner. Nee, und selbst wenn, dann lügen sie. Ja, vom Matchup her, UR-Delver vorne? Oder nicht mehr? Würde ich schon sagen. Mittlerweile spielen die ja einiges an Kontern mehr und weniger Burns-Sachen. Also das sieht man zum Beispiel auch wieso, weil Turn 1 DRC, du hast direkt Pressure auf dem Board, wenn du Glück hast, ist die nächste Runde Delirium. Mm. Da kotzt Sneak and Show halt schon. Auf der anderen Seite, klar, wenn die halt Turn 2 oder Turn 1 Showtell Win machen, ist halt so. Ja, dann ist halt viel rum, aber auf der anderen Seite muss man da halt auch sagen, da haben wir ja immer noch den Punkt, dass UR-Delver eine Menge Counter spielt. Ja, Force and Days. Ja. Also 8 Stück. Plus Sideboard. Plus Sideboard, ja. Aber das haben wir jetzt noch nicht. Nö, ansonsten, da ist eine Duration auf der Hand, Brainstorm, Fetchland, nicht Tribal Flame, wie heißt das andere? Unholy Heat. Unholy Heat. Und ich glaube, ganz hinten ist ein Murktide. Das kann sein, ja. Ich halt die. Ja, du erkennst die normalen Artworks nicht mehr, ich weiß. Ja, ja, das ist das Problem. Nee, das Problem, was ich gerade habe, ist, hätte ich die Hand gehalten, du hast keiner. Naja, du hast Brainstorm, Fetchland und DSC, also. Ja, aber trotzdem, die Unholy Heat, okay, die kannst du safe. Wenn man nicht weiß, wie man spielt, also das darf man ja auch nicht vergessen. Da ist ein Daze draufgekommen, das ist schon mal gut. Ein Show and Tell und ich glaube eine Omniscience bei der Hand von Stick and Show. Das ist ganz Gutes. Delver? Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich hätte erst mit dem Brainstorm gerechnet. Ich hoffe auch nicht, dass der jetzt brainstormt. Ich auch. Das wird. Das wäre bitter. Kann böse enden. Beat für einen. Go. Ich meine, er kann jetzt theoretisch End of Turn Brainstorm, aber dann hast für du trotzdem. Flip Iteration. Also es geht. Ja, ja, du kannst jetzt du kannst da jetzt Setup bauen, aber. Trigger und Stack kann man auch noch brainstormen. Ja, macht man das? Nee. Würde ich fast schon machen. Du brauchst den Schaden. Ich hätte tatsächlich End of Turn Fetch Brainstorm gespielt, denke ich. Nee, da machst du dir deinen Brainstorm zu schlecht für. Hätte den Iteration oben drauf gelegt, hätte eine Iteration gespielt. Okay, hat das einen Brazen gefunden. Nicht die schlechteste Karte gegen Showtell. Das stimmt. Aber. So, jetzt kommt nämlich erst der Brainstorm. Ja, muss ja. Okay, du hättest die Iteration oben drauf floaten können, hättest dann Iteration spielen können jetzt in dem Zug. Noch ein Land gefunden. Vielleicht, ja. Vielleicht. Aber so oder so den Brainstorm geklärt. Und also das wäre jetzt mein Move gewesen. Hm. Weil du guckst halt dann 4 Karten tief nochmal. Ja, das ist halt so komisch. Du machst halt auch selbst im Delver machst du mittlerweile so wenig Brainstorm End of Turn. Ja. Da ist ein Fetchland, eine zweite Iteration. Und? Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Aber jetzt natürlich die große Preisfrage. Das Unholy Heat kann auf den Schrott. Ja, das Unholy Heat kann auf jeden Fall weg, wenn man weiß, wie gesagt, wo jemand spielt. Aha. Das ist halt immer der Punkt. Man darf ja nie vergessen, wir haben hier eine Gottsicht. Wir wissen, wogegen wir spielen. Mhm. Das, was da bisher liegt, könnte immer noch ein Infekt sein. Ja. Mit einem sehr schlechten Fetchland-Start. Das geht schon. Also da kann man wirklich die Überlegung machen. Das Unholy Heat ist weiterhin auf der Hand. Das ist halt schon, das ist wirklich gut. Aber auf der anderen Seite, Stays macht halt nicht viel. Beat halt für 2, ist halt auch nicht viel. Jetzt flippt der Delver gleich. Wie gesagt, der Delver hätte hier schon geflippt.
Naja, das wären jetzt schon zwei Schaden mehr. Man hätte schon eine Sorcery im Friedhof, weil man die Iteration gespielt hätte. Also da wäre schon einiges mehr, weil hier spielt man nicht so mana-effizient. Ich hätte tatsächlich, obwohl den Brazen kannst du noch benutzen, sonst hätte man überlegen können, ob man den Brazen in den Müll schmeißt. Ja. Im Brainstorm. Oder halt so, oder je nachdem, was man im Brainstorm gesehen hat, eine Kreatur ganz oben drauflegen, unter die Iteration legen. Mhm. Oder wurde ein Duel gerade wieder weggelegt? Hat du die mit, wenn du die Iteration castest, ich muss eh vorher fetchen. Schwierig. Mhm. Boah, ich will mal aber Wasteland-proof sein, du. Ich habe jetzt tatsächlich damit gerechnet, dass hier irgendwie ein Ding kommt, ein Mountain. Ich auch. Oder man hat schon rot auf der Hand. Ich habe mir jetzt die. Da. Ja. Mountain auf der Hand. Dann kommt Showntail. Da gehst mal wirklich. Ja, der hat einen Affe auf der Hand. Oder noch einen Showntail und hat gebaitet. Da ist ein Affe. Da ist ein Affe. Uff. Eieiei. Noch ein Trigger. Spannend, weil. Jetzt natürlich die Frage, was legt man da rein? Ich glaube, man hat gar nichts. Man kann Land wieder reinlegen, glaube ich. Du kannst das Land wieder reinlegen. Du kannst den Brazen reinlegen. Ja, der ist bezahlt. Ja, legst das Land wieder rein, ne? Ja. Denke auch. Was kommt da von Sneak and Show? Omniscience? Ich glaube, da ist ein Daddy. Nur ein Grusel-Daddy, glaube ich, auf der Hand, wenn ich es richtig sehe. Das wäre natürlich schwierig. Ja, der Grusel-Daddy ist halt schlagbar. Ja, der ist mit dem Brazen Borrower, kannst du den einfach bouncen, dann macht er gar nichts. Ja, das stimmt. Außer, das wäre halt jetzt natürlich fatal, wenn der sich denkt, okay. Okay, ist die andere große Version. Das ist ein Emmy. Ja, gegen den machst du gar nichts. Der Brazen kriegt den nicht weg, Unholy Heat kriegt den nicht weg. Sowieso nicht, das ist viel zu stark. Nee. Das kannst du schieben. Ja, ich denke auch. Das durch, das GG. Also ich wüsste nicht, was du hier machen sollst. Weil du kommst nicht. Nee. Den kannst du nicht racen, der greift an, dann geht alles drauf. Du gehst ja jetzt gleich, wenn der angegriffen hat, hast du nichts mehr. Hast du nicht mal mehr Länder. Und die Runde. Und du kriegst trotzdem voll in die Fresse, also. Ja, da ist der Konzit. Sideboarding. A Counter! Also tatsächlich, UR, nur Counter. Den ganzen Burn raus. Sicher? Müsste auch alle Bolts raus. Wenn du. In meiner Liste hätte ich wahrscheinlich sogar noch Platz dafür, in der Liste glaube ich nicht. Weil du wirst zwei Force of Negation reinnehmen, dann drei rote Blasts und ein Pflasterstorm. Wenn die Liste annähernd so ist, wie sie aktuell gespielt wird. Das heißt, du hast eigentlich komplett dein Bolt Package rausgenommen. So, Showntail wird wahrscheinlich auch dasselbe machen. Wenn überhaupt. Das Buseju wahrscheinlich reinnehmen. Das wäre halt genau eine Frage. Wie geht man mit dem Buseju um als Stinkspieler? Du legst ein Wasteland und lässt das da vergammeln. Sehe ich ähnlich. Das Buseju kommt getappt. Ich hab rein, man kann nichts mehr machen. Ja, stimmt. Du brauchst nur ein Wasteland, dann läuft der Rubel. Dann das läuft die Lotzi. Ist die Frage, ob Erik mit UR Delordat weiß. Der ist noch nicht so lange im Legacy. Das stimmt. Ponder. Beide Ponder-Starts. Ja, aber Christoph hat definitiv das Schönere. Das andere ist Oddborn. Aber das Fuller ist schon echt sexy. Das stimmt. Hat sich dazu gebracht, den Text loszuwerden. Ja, da stand aber trotzdem drauf, was das macht. Was ist denn da ganz oben? Ist das eine Insel? Dass die diese Unglued, Unstable, Unsanctioned. Unsanctioned. Dann hast du ein Force of Negation, Force of Will, ein Land.
spielt. Echt? Unholy Heat. Nee, ist nicht. Das ist ein Dragon Rage Chandler. Bubble. Sehr cool. Die Bubble hier behalten und nicht einfach rausgedroppt für den Fall. Hat er gerade einen Brainstorm gedroppt? Er war dumm. Der hat einen Fetch, hat er einen Fetchland auf der Hand? Nee. Okay, dann habe ich. Das stimmt, die Bubble sah aus wie ein Fetchland. Ja. Crack auf dich. Was sieht man? Irgendwie. Emmy. Ja. Emmy. Emmy. Dicker, dicker, dicker Emmy. Gute Karte. Aber. Days gezogen. Das ist gut. Days ist wirklich gut. Da kommt ein Petal. Da kommt. Oh, da wird der. Das kriegst du. Also bei der Hand, die er hat, kriegst du das im Leben nicht durch. Days, Trigger. Tappst den Blau so im Pool, mein Freund. Oder nimmst du Überkennung auf die Hand. Ja, Trigger immer noch. Wollen wir DRC-Trigger? DRC-Trigger? Hat er vergessen. Wird aber bezahlt. Force of Negation hinterher. Pitch. Tu dir selber einen Gefallen, schmeiß nicht das Force of Will da rein. Genau. Ja, damit du jetzt noch ein Force hast, falls du eine blaue Karte ziehst. So, jetzt kommt aber immer noch die Frage. Nö, der hat keinen einzigen DRC-Trigger resolved. Ja, es ist auch nicht so einfach. Gerade wenn es mitten in Counter-War ist, man da halt wirklich happy ist, einfach die Counter zu haben. Ja. Wie ist das Land in Friedhof? Welches Land? Da ist ein Land im Friedhof, da ist ein Whiteboarder-Karte im Friedhof. Wahrscheinlich doch DRC-Trigger. Ja. Wahrscheinlich nachgeholt dann. Ja. Oh. Also ist der auf jeden Fall 3. Gut. Ja. Der sollte jetzt auch relativ zügig. Zweiter und dann noch einer. So, jetzt ist die Frage, hat er Blau plus auf der. Force plus Blau hat er, glaube ich. Ja, Force plus Blau ist drauf. Aber man sieht ja auch, wie die Geschwindigkeit gerade bei Uradelber-Spieler richtig hart anzieht. Ja. Weil er sieht, dass er jetzt im Driver sieht, ist sehr, 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 sehr angenehm tatsächlich. Vor allen Dingen Sneak and Show ohne Länder. Der hat sogar noch ein Wasteland auf der Hand. Ja, jetzt brust du halt irgendwas, was allen drei Schaden schießt, ne? Aber. Den Brainstorm, ja, den kannst du safe countern. Soll er was dabei schmeißen? Soll er was dabei Trigger. Schmeißen? Da kann er jetzt noch nicht mal mehr fetchen. Ja, Trigger, Trigger. Okay, bleib drauf. Wasteland und Force, ja, da wird geschoben. Also eben noch nicht mal die Möglichkeit geben, im Brainstorm was zu finden, beziehungsweise wenn du was findest, dann darf es noch nicht mal mehr ein Fetchland sein. Das ist halt schon so Balls. Das ging jetzt halt schnell. Also ja. Das war jetzt halt auch für Uradel war ein sehr, sehr schneller 1-1. Ja. Das war halt auch, glaube ich, DRC in dem Grunde, den der da angreifen konnte, tatsächlich schon als 3-3er. Dann noch der zweite hinterher, das schon. Da wird gemalligend bei Uradel, war das natürlich nicht so geil. Hast du eine City auf der Hand bei Sneak and Show? Alle drei Spiele. Ja, immer dieselbe Opener. Ich weiß nicht, ob es dasselbe Fetchland war, aber. Der klassische Start. Komm, drück das vor. Direkt an Force. Boah. Ja, war's. Wobei, nee, Game 2 war es, glaube ich, Insel-Ponder. Doch, klar, stimmt, aber. Ja. Aber Game 1 war es genau derselbe Start. Ja, ist jetzt die Frage, ne? Du hast Soland schon auf der Hand. Den Rest kann man nicht sehen, weil die Yu-Gi-Oh!-Karten so glitzern. Super. Ja. Ich finde schon den Style mit den Godzilla-Lands schon relativ geil, ne? Gerade in dem Deck. Kann man machen.
So, was hat Uerdelva? Uerdelva hat auf jeden Fall ein Duel auf der Hand. Das ist eine Whiteboarder-Karte. Das ist auch die einzige Whiteboarder-Karte, die man so spielt. Ich meine, es könnte ein Red Elemental Blast sein. Mhm. Aber dann wäre die Border anders. Ich glaube, da sind sogar Whiteboarder drin. Das kann gut sein, das ist ein Wasteland auf jeden Fall. Ja. Fetch vor dem Duel. Uff. Na gut, man hat noch ein Duel auf der Hand und ein Wasteland. Ich glaube, da kann man schon mal probieren, dafür zu gehen. Aber. Nee, du fetzt doch nicht auf Insel. Du hast noch kein einziges Wasteland von dem Deck gesehen. Ja, aber vielleicht weiß er, dass Bloodmoon im Subriss. Ja, okay, darauf kann man predicten, das stimmt. Okay, das ist mies. Fetch Go ist wirklich mies. Uiuiuiui. Da passiert auch nichts bei Schontel. Ja, und hier beißt es jetzt im Arsch mit dem DSC. Ah, das ist ein Delve auf der Hand. Und ein DRC, der zweite von unten. Zwei sogar. Das ist eine Intuition? Mhm. Boah. Hat man anscheinend einen Pflasterstorm auf der Hand, so wie da gerade getappt wurde. Ja, holst du drei Schauenteile, ne? Welt 1. Im Zweifel soll das im schlechteren Zustand. Und. Oh. Ja, ist jetzt die Frage, Uerdelva. Was machst du? Was kannst du vor allem? Ja, genau, Arschteuer. Schwierig. Drei Schoentails. Das heißt, es geht wirklich darum, jetzt Schoentail irgendwie durchzubekommen nächste Runde. Ja. Ja, die aber als Vollvariante hat. Gibt es die nicht hübsch? Das sind Judge Rewards. Die Intuition. Ich meine, das ist Schoentail. Ach so. Auch das sind Judge Rewards. New Border? Ja. Ponder wird wahrscheinlich gepflastert. Sweetheart. Ja, komm. Jetzt bist du schon, du bist schon halb dafür. Naja, wenn man nicht den Delver spielt, dann muss man das machen. Ja, ja, das da musst du irgendwie committen. Das. Mountain Go, sagt er. Da ist noch ein Delver. Der hat jetzt nur noch Gas auf der Hand. Ja, aber er muss halt langsam auch in den Gasmodus gehen und darf da nicht zurückfallen. Jetzt sag mir bitte. Oh, warum spielt der jetzt nach dem Landdrop eine Iteration? Da kommt Stays. Das kann ein Turning Point werden. Ja. Ich versteh's halt auch gerade nicht. Wieso nach dem Days? Nach dem Landdrop. Der hätte jetzt beide Sachen spielen können, sowohl Delver als auch DRC, und hätte jetzt die Iteration rauskloppen können. Das hätte der letzte Runde schon machen können. Und dann wäre, glaube ich, der hatte eine Bubble schon gespielt, dann wäre wahrscheinlich safe relativ sicher 6 Schaden gekommen. Ja, so guckst du in die Röhre. Ja, Omniscience und dann, ne? Du machst da nicht mehr so viel. Grizzle Daddy. Grizzle Daddy. Das um. Der findet jetzt einen Emmy und dann ist Feierabend. Jo. Ne, Brainstorm. Ach du Kacke. Mhm. Da war der Emmy. Da war der Emmy. Muss noch 2 Karten wieder drauflegen und nein. Aber das ist ja, nichts mehr groß, als ich was machen muss. Ja. Mal cool, win. So. Ja, das sind halt Dinge, die Schoentail macht, ne? Ja. Da fehlte dann einfach. Die Runde davor anders gespielt.
Ich meine, klar, dann wäre wahrscheinlich immer noch der Counter geflogen, aber jetzt Gas auf dem Board gehabt. Ja, stimmt. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.